Okay, wir haben ja immer auch ein offenes Mikro. Dankeschön. Und heute hat Susan noch was für uns vorbereitet. Willst du in den Ständer rein, oder? Ja, oder willst du? Ja, hallo alle zusammen. Boah, ist das laut heute. Also, ja, unsere Themenvielfalt ist ja hier enorm und ich möchte gerne mal ein Thema aus einer ganz, ganz anderen Ecke beleuchten. Da wir hier ja sämtliche Themen besprechen wollen, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft und auch für die Entwicklung unserer Gesundheit förderlich sind, habe ich mich sehr gefreut, dass ich am Wochenende beim Aufräumen hier so ein Schriftstück gefunden habe, was ich in den letzten Jahren schon sehr oft kopiert habe, weitergegeben habe. Daran würde ich euch gerne mal kurz teilhaben lassen. Und zwar heißt dieses Schriftstück »Vom weißen Gold zum weißen Gift. Neueste Erkenntnisse über natürliches Kristallsalz«. Unser Speise- oder Kochsalz hat mit der eigentlichen Bedeutung des Wortes Salz nichts zu tun, denn unser Speisesalz besteht heute nur noch aus Natriumchlorid. Salz hat im natürlichen Zustand eigentlich immer 84 Elemente. Dieselben 84 Elemente, die den Planeten Erde aufgebaut und den physischen Körper geschaffen haben. Unsere Körperflüssigkeiten enthalten die gleichen Salze und in fast gleichem Mischungsverhältnis wie das Meerwasser. Unser Blut ist nichts anderes als verändertes Meerwasser mit all seinen darin enthaltenen 84 Elementen. Jedes dieser 84 Mineralien- und Spurenelemente hat wiederum ein bestimmtes elektromagnetisches Feld mit einer bestimmten Schwingung. Dafür ist das Zusammenspiel dieser natürlich vorkommenden Elemente im Salz für den Körper so enorm wichtig. Die Geschichte vom weißen Gold hin zum weißen Gift beginnt damit, dass der Mensch von diesen ursprünglich 84 Elementen 82 herausraffiniert. Man benötigt dazu bis zu 2000 Chemikalien in einem aufwendigen Raffinierungsprozess, um diese 82 Elemente aus dem ursprünglichen Salz herauszulösen. 93-95% von diesem raffinierten Salz geht heute in die Industrie, wo Natriumchlorid und kein Salz benötigt wird, um chemische Abläufe in die Wege zu leiten. Der Rest davon, ca. 5-7%, kommt in den Lebensmittelhandel. Das angebotene Speisesalz wird zudem fast durchweg jodiert, obwohl mittlerweile längst wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die schädlichen Nebenwirkungen dieser Zwangsjodierung den Einsatz schon längst nicht mehr rechtfertigen. Die durch Jod hervorgerufenen Allergien sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Und um die Rieselfähigkeit zu erhöhen, werden diesem Kochsalz dann noch viele weitere chemische Stoffe hinzugefügt. Natriumchlorid ist für unseren menschlichen Organismus ein hochaggressives Gift. Im Durchschnitt nehmen wir über unsere Nahrung zwischen 12 und 20 Gramm raffiniertes Salz täglich zu uns. Die Nieren verarbeiten im gesunden Zustand jedoch nur 5 bis 7 Gramm. Die restlichen 10 bis 15 Gramm verbleiben im Körper. Für jedes Gramm Salz, das im Körper zurückbleibt, braucht er die 23-fache Menge Wasser, um es zu binden und zu isolieren. Dafür benötigt der Körper jedoch nicht irgendein Wasser, sondern unser wertvolles Zellwasser. Das heißt wiederum, den Zellen wird dieses Wasser entzogen, mit dem Ergebnis, dass den Zellen dieses Wasser als Basis allen Lebens fehlt und diese absterben. In weiterer Folge kommt es durch diesen ständigen Mangel an Zellwasser zu einer Dehydration und wir trocknen langsam aus. Darunter leidet heute fast jeder Erwachsene. Der Einzige, der daran nicht zu leiden hat, ist die Kosmetikindustrie, die uns versucht, mit Faltencremes und teuren Kosmetika unsere Haut wieder schön zu machen und um diesen Feuchtigkeitsgehalt wieder zurückzuführen, obwohl das eigentlich völlig überflüssig wäre, wenn man naturbelassenes Salz nehmen würde, da sich die Haut und das Gewebe dann von selbst regenerieren würden. Durch die Isolation und die Bindung von Natriumchlorid mit Zellwasser kommt es im Körper dann zur Bildung von Wassergewebe, einem Gewebe ohne jegliche Funktion und ein idealer Nährboden für Ablagerungen und Bakterien. Wenn dann der Körper kein Zellwasser mehr entbehren kann, wird das Natriumchloridgift mit tierischen Aminosäuren kristallisiert und es kommt zur Bildung von Nierensteinen oder Ablagerungen von richtigen Kristallen in Knochen und Gelenken, der bekannten Verkalkung im Alter.
Ein anderer Punkt ist zum Beispiel das Übergewicht. Solange man Natriumchlorid verwendet, wird man sich vom Übergewicht und damit vom Wassergewebe auch nicht lösen können. Da nützen auch die ganzen Diäten nichts. Von klein auf sind wir Natriumchlorid vergiftet und leiden dabei an Salzarmut und vor allem an Mangel an diesen 84 lebenswichtigen Elementen. Salz hat auch eine bestimmte Funktion im Körper. Salz baut den Elektrolythaushalt auf und erzeugt damit Elektrizität im Körper, welche wiederum wichtig für das Nervensystem ist. Die Alternative zu Kochsalz oder Meersalz, was auch oft verunreinigt ist durch die ganzen Schadstoffe, die Menschen ins Meer entlassen, ist reines Kristallsalz, welches unter Druck im Berg herangereift ist und keinen Verunreinigungen ausgesetzt war. Natürliches Kristallsalz ist die hochwertigste Form von Natursalz mit einem heterogenen Gemisch von Mineralien und Spurenelementen. Dieses Kristallsalz war in früheren Zeiten als Königssalz bekannt und war nur dem Adel vorbehalten. Wir kennen noch die Ausdrücke wie das Salz des Lebens oder das weiße Gold. Und dies zeugt vom einstigen Wert des Salzes als wichtigstes Lebensmittel. Doch wie sieht es heute aus? Heute ist Salz ein Abfallprodukt, ein Industriemüll und das zeigt sich ganz deutlich auch im Preis. Selbst die Salzlecksteine des lieben Vieh bestehen aus naturbelassenem Steinsalz und nicht aus Natriumchlorid. Natürliches Salz hat immer eine ausgleichende und regulierende Wirkung auf den Körper. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass die 84 essentiellen Lebenselemente notwendig sind, um die natürliche Gesundheit zu gewährleisten. Und wenn man von diesem Thema Salz weitergeht in den Gesundheitskreis, dann stößt man auf das Säure-Basen-Gleichgewicht, hat sicherlich auch schon mal jemand gehört, was ganz eng mit diesem Mineralstoffmangel zusammenhängt. Und zwar werden alle Säuren, die bei uns im Körper durch unsere Nahrung und durch die ganzen Stresszustände, die wir haben, gebildet werden. Diese müssen im Körper neutralisiert werden und der Körper braucht genau für diesen Neutralisierungsprozess Mineralien, die uns ja fehlen, wie ich gerade vorgelesen habe, weil in unserem Natriumchlorid diese ganzen wichtigen Mineralien nicht mehr enthalten sind. Und wenn diese Mineralien fehlen, um diesen permanenten Übersäuerung entgegenzuwirken, werden die Mineralien aus den Körperdepots entzogen, was dann wiederum zur Knochenweiche führt, zu schlechten Zähnen, zu grau werdenden Haaren oder schlimmstenfalls zum Haarausfall. Die neutralisierten Säuren im Körper, wenn die nicht ausgeschieden werden, werden die als sogenannte Schlacken angelagert, was sich dann als Orangenhaut und der berühmt-berüchtigten Zellulite widerspiegelt. Die Frauen haben ja das Glück, kaum einer erkennt es als Glück an, aber von der Natur her ist es das Glück, dass der Körper einmal im Monat auf natürliche Art und Weise entsäuert. Deshalb sollte man auch überhaupt nicht Juhu schreien, wenn die ganzen jungen Mädchen auf die Monatsspritze gekommen sind und sich freuen, dass sie mit diesem natürlichen Ausscheidungsprozess keinen Trara mehr haben. Weil das wird sich auf jeden Fall rächen. Wenn der Körper nicht mehr entsäuern kann, dann entstehen halt Schlacken und dann entstehen halt Orangenhaut, Beine und schlechtes Gewebe. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der weibliche Körper darüber entgiftet auch, dass die Frauen nach den Wechseljahren oft sprunghaft altern. Und die Männer haben diesen Ausscheidungsprozess ja leider gar nicht und deswegen haben diese oft auch die kahlen Stellen auf dem Kopf so früh. Das heißt zwar eigentlich, sagt man ja im Volksmund, dass ausfallende Haare ein Zeichen für einen erhöhten Testosteronspiegel sind. Ja, das klingt alles ganz gut, fand ich auch immer, aber wenn man sich hier mit diesem Thema mal befasst, dann merkt man halt, dass es nichts mit dem Testosteronspiegel zu tun hat, sondern dass es halt wirklich ein Zeichen ist für Versäuerung im Körper und für Mineralstoffmangel. Und folgende Lebensmittel sind halt die Übeltäter für diese ganzen Säurebildner. Das ist der Kaffee, der Alkohol, Nikotin, sämtliche Milchprodukte, der Industriezucker, Fleisch und die ganzen Weißteigprodukte. Alle diese Sachen, die in einer normalen Gesellschaft tagtäglich auf den Tisch kommen, übersäuern den Körper und schädigen ihn und rauben im Umkehrschluss wieder die wichtigen Mineralien. Und wer wirklich lange
jung und knackig und glatt bleiben möchte, der sollte halt wirklich, wenn es geht, bestenfalls auf diese ganzen schädlichen Stoffe in seiner Ernährung verzichten und sich ein hochwertiges Salz zulegen. Ich war heute im Bioladen, es gibt es auch im Reformhaus und im Bioladen, und habe davon heute mal so eine Tüte gekauft. Wer da gleich mal reingucken möchte oder sich das mal angucken möchte, kann das gerne mal tun. Da kostet ein Kilo 5 Euro. Und da kann man mal sehen, dass das auch nicht weiß ist. Das ist nämlich rötlich, das ist bunt, weil das nicht chemisch gebleicht wird. Warum muss denn Salz chemisch gebleicht werden? Diese ganzen chemischen Stoffe, die haben eigentlich in unserer natürlichen Nahrung nichts zu suchen. Das wollte ich euch einfach mal ins Herz legen heute zu meinem Vortrag. Das ist das Himalaya-Kristallsalz. Und dann ein anderes Thema nochmal. Wir hatten uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass es Banken gibt, die dafür garantieren, dass sie nicht in Rüstungsindustrie investieren und auch nicht in Atomenergie, nicht in Tierversuche, nicht in Gentechnik. Und dass es eigentlich ganz leicht ist, die Banken zu wechseln mit der Stimme, die wir haben, einfach die Welt so verändern, wie es in unseren Möglichkeiten steht, durch einen Bankenwechsel. Ich habe diesen Bankspiegel nochmal etliche Exemplare mitgebracht, weil die letzte Woche sofort vergriffen waren. Das ist das Monatsmagazin der GLS Bank, was alle 3 Monate auf den Markt kommt, und da werden sämtliche Ausgaben der Bank transparent dargestellt aus dem vorangegangenen Quartal quasi. Da kann man mal lesen, in welche Projekte und in welche Einrichtungen die Kredite der GLS Bank fließen, und Informationsmaterial nochmal. Ja, das war es, glaube ich, erstmal soweit. Falls mir noch was einfällt, ergreife ich nachher nochmal das Mikro. Danke fürs Zuhören. Ja, danke, Susan.